Willkommen auf Zeitreisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Mein Name ist Hans-Peter Schwarzfischer und ich betreibe diesen Kanal in Kooperation mit Juwelier Gruber aus Rosenheim. Wen diese Videos interessieren, unter zeitreisen.de habe ich alle Infos und Reviews zusammengefasst, kann man nochmal nachlesen. Wen eine dieser Uhren interessiert, wir sind auch offizielle Händler von einigen dieser hier vorgestellten Marken, der kann gerne unter info@zeitreisen.de bei mir einen Preis anfragen. Heute habe ich eine Ikone des deutschen Uhrenhandwerks im Review, und zwar eine Junghans Max Bill Chronoscope. Meine Videos sind immer identisch aufgebaut. Zuerst schauen wir uns kurz den Hersteller an, dann die technischen Daten der jeweiligen Uhren, dann kommen die Features, die Besonderheiten der Uhren, am Schluss mein Fazit und der Zeitreisenscore. Ja, die Kenner des deutschen Uhrenhandwerks werden es mit Sicherheit wissen. Junghans ist einer der ältesten deutschen Uhrenhersteller mit über 160 Jahren Tradition, gegründet von Eduard Junghans 1861 und seinem Schwager. In den 60er Jahren, 1961, wird der Bauhausdesigner Max Bill beauftragt, eine Serie für Junghans zu designen, und der Name des Designers Max Bill hat auch Einzug in den Namen dieser Serie gehalten. Die Max Bill Serie ist mittlerweile ikonische Serie bei Junghans mit sehr vielen verschiedenen Modellen und immer wieder neu interpretiert und neu aufgelegt. Junghans Uhren erkennt man eigentlich sofort. Ihr schlichtes Design und ihr minimalistisches Aussehen zeichnen Junghans Uhren eigentlich aus. Ob Meisterserie oder Max Bill Serie oder Meister Fein Serie, all diese Uhren haben einen dressigen Charakter mit schmalen Zeigersätzen und wirklich klarem Design. Die Max Bill Serie ist in den 60er Jahren entstanden, und die Uhren haben auch den Stil dieser 60er Jahre beibehalten, auch über die Zeit hinweg immer wieder neu erfunden, aber immer klar in diesem Bauhausdesign. Seit 2009 wird Junghans von der Unternehmerfamilie Steim geführt. Hier sind Vater und Sohn als Gesellschafter in der Insolvenz eingetreten und haben die Junghans GmbH praktisch übernommen. Die neueste Meldung jetzt in den letzten Wochen war, dass Junghans sich von seinem langjährigen Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer Matthias Stotz getrennt hat. Und nach 16 Jahren Zusammenarbeit und, wie ich denke, auch sehr erfolgreich, übernimmt nun Hannes Steim die gesellschaftende Geschäftsführertätigkeit bei Junghans alleine. Junghans war in den 60er Jahren mit fast 6000 Mitarbeitern einer der größten Uhrenhersteller der Welt. Mittlerweile oder in der heutigen Zeit fertigt Junghans mit knapp 110 Mitarbeitern in Schramberg die Uhren und vertreibt diese auch weltweit. Die Besonderheit bei Junghans: man kann in einem Museum die lange Tradition von Junghans bestaunen und verfolgen. Das sehr interessante Junghans Museum im sogenannten Terrassenbau in Schramberg ist auf alle Fälle immer einen Besuch wert. Die heutige Chronoscope, Max Bill Chronoscope, die ich dabei habe, hat die Revisionsnummer 27408.02. Und die 02 steht für dieses graue Armband und das schwarz PVD beschichtete Gehäuse. Die Max Bill Chronoscopes gibt es in verschiedenen Ausführungen: mit Metallband, mit hellem Lederband, mit schwarzem Lederband, mit weißem Ziffernblatt, mit grauem Ziffernblatt. Also hier gibt es verschiedenste Versionen. Die außergewöhnlichste von der Farbgebung her ist jetzt die ich heute dabei habe, und mit diesem schwarzen Gehäuse sticht sie doch aus dem Sortiment hervor. Ja, schauen wir uns die technischen Daten der Chronoscope an, der Max Bill Chronoscope. Das Gehäuse ist ein Edelstahlgehäuse, das schwarz PVD beschichtet wurde und 40 mm Durchmesser hat. Der Lack-to-Lack liegt bei nur 41 mm, die Höhe bei 14 mm, wobei sehr viel Anteil an dieser Höhe das gewölbte Saphirglas hat. Dann wasserdicht ist sie bis 5 bar. Das Uhrglas, wie schon erwähnt, ein entspiegeltes gewölbtes Saphirglas.
Der Boden ist ein Stahlboden, der ebenfalls schwarz PVD beschichtet ist. Das Werk ist ein Automatikwerk, ein J88.0.2. Die Gangreserve dabei sind 48 Stunden, der Bandanstoß 20 mm. Das Band ist ein grau-schwarzes Lederband, die Schließe eine schwarz PVD beschichtete Dornschließe und der Preis liegt aktuell 2.295 Liste. Ja, wenn man sich jetzt den Chronoscope-Chronographen im Detail ansieht, dann wird man feststellen, es ist ein Bicompax-Chronograph. Das ist die Bezeichnung für einen Chronographen mit zwei Totalisatoren. Und bei der Max Bill ist es auch so, dass die Totalisatoren nicht bei 3 und 9 Uhr angeordnet sind, sondern bei 12 und 6 Uhr, also hier um 90 Grad gedreht. Die Minutenanzeige der Stoppfunktion ist hier bei diesem Chronograph bei 12 Uhr und die Minutenanzeige bei 6 Uhr untergebracht. Bei einem Bicompax-Chronograph ist immer von Vorteil, durch die fehlende kleine Sekunde bleibt Platz auf dem Ziffernblatt und das unterstreicht den Bauhausstil natürlich sehr aufgeräumt und reduziert. Und macht jetzt Platz, wo normalerweise die kleine Sekunde ist, ist das Junghans-Logo. Und ihm gegenüber bei 3 Uhr ist eine Möglichkeit für ein Wochentags- und Datumsfeld. Außen am Ziffernblatt läuft auflackiert die Minutenskala mit Strichindexen und die einzelnen Stunden sind mit schwarz lackierten arabischen Ziffern aufgebracht. Auch der Zeigersatz ist im gleichen Design, Bauhausdesign, sehr schlank, sehr schmal. Alles sehr filigran, also auch die Indexe der einzelnen Totalisatoren ganz fein aufgebracht. Man muss also schon genau hinsehen, wenn man hier die Zeit ablesen will. Aber durch den Kontrast mit dem weißen Ziffernblatt ist das doch sehr gut möglich. Ja, das verbaute Kaliber 88.0/.2 hat einen Wochentag und ein Datum, das wie schon erwähnt bei 3 Uhr angebracht ist und Junghans typisch auch so mit einer kleinen Treppe abgesetzt wird. Also es ist nicht nur gerade ausgestanzt, sondern mit dieser Junghans typischen Abstufung. Ja, bei dem Modell, das ich heute ausgesucht habe, ist die Besonderheit offensichtlich und zwar die Farbe des Gehäuses. Die Kombination aus diesem anthrazitfarbenen PVD-beschichteten Gehäuse, diesem grauen Lederarmband, das innen auch noch ein schwarzes Leder hat, und diesem weiß-schwarzen Ziffernblatt, das ist so ja, designmäßig eigentlich der Klassiker. Schwarz-weiß ist vom Kontrast her und vom Design her eine klare Farbgebung, die, wenn man klare Konturen und klare Formen möchte im Design, wählt man genau diese Farbkombination. Es gibt natürlich bei der Max Bill Serie auch Gold-PVD beschichtete Gehäuse, es gibt Stahlgehäuse, also man hat hier eine große Auswahl. Die Uhr, die aus dieser Serie raussticht, ist für mich eben diese schwarze Version und verkörpert für mich also wirklich absolut top Design und Funktion. Das Gehäuse bei Junghans oder sehr viele Gehäuse bei Junghans sind 50er, 60er Jahre stylmäßig mit einer Tonnenform, würde ich das bezeichnen, vom Boden. Es ist also nicht gerade in der Regel, sondern die Böden sind alle sehr, sehr gewölbt. Und das ist halt das Design dieser Zeit, dieser Uhren. Auch das sehr gewölbte Glas des Junghans mittlerweile von der Fertigung her in Saphirglas, entspiegelten Saphirglas herstellen kann, was sehr außergewöhnlich ist. Denn diese Wölbung, diese starke Wölbung erreicht man eigentlich nur mit Kunststoff oder hat man früher nur mit Kunststoff erreicht. Und auch früher Junghans Max Bill wurden eben mit so einem Kunststoffglas ausgestattet. Und seit, ich denke, 2 Jahren sowas kann Junghans genau diese Form auch mit Saphirgläsern und damit sehr kratzerresistent herstellen. Und bei dieser Version ist genauso ein Saphirglas verbaut. Ja, es ist ein Chronograph und ein Chronograph hat natürlich auch Drücker. Und das ist bei unserer Junghans Max Bill genau dasselbe. Bei
bei 2 Uhr und bei 4 Uhr sind die Drücker untergebracht. Einmal der obere für die Stoppfunktion, dass der Sekundenzeiger losläuft und auch wieder abstoppt. Und der untere Drücker setzt dann die Zeiger wieder auf die Nullposition zurück. Ja, Junghans bezeichnet seine Kaliber immer mit J88-0 und dann hinten eine Nummer oder entsprechend eben diese Bezeichnung. Das 88-0.2 basiert auf einem ETA-Kaliber, das in der Branche eigentlich sehr verbreitet ist und als Drittkaliber ganz gerne eingeschaltet wird. Die neuesten Modelle jetzt mit Chronographenfunktion bei Junghans werden allerdings mit Sellita-Werken ausgestattet, mit einem SW500. Das Kaliber hier wird mit 48 Stunden Gangreserve angezeigt. Das ETA-Wahlschuh hat eigentlich mehr. Ist wie immer, die Werksangabe ist immer höher, als wie die Uhrenhersteller angeben. Habe ich auch schon öfters erwähnt. Das hat Gewährleistungsgründe, denn man könnte jetzt eine vorgegebene Eigenschaft einklagen. Und bei 48 Stunden ist man hier auf der sicheren Seite. Also mindestens 48 Stunden läuft diese Uhr problemlos durch. Ja, wie ist jetzt unsere Uhr einjustiert? Junghans ist ja auch dafür bekannt, dass sie ihre Kaliber auch immer sehr gut fein reguliert. Auch viele Kaliber werden nachgearbeitet, also werden nicht einfach bloß gekauft und eingeschaltet, sondern werden begutachtet, Qualitätssicherung, und werden dann nochmal verfeinert oder nachgearbeitet, wenn nötig. Und ja, jetzt dieses Schuhkaliber läuft wieder sehr akkurat. Ich habe diese Uhr jetzt mit plus 8 Sekunden am Tag im Mittel gemessen in verschiedenen Lagen. Junghans Uhren tragen sich in der Regel immer sehr angenehm. Durch das, dass Junghans Uhren auch immer relativ kleine Gehäuse verwendet im Verhältnis, ein Chronograph mit 40 mm ist ja nicht groß eigentlich, und einem Lac-to-Lac von nur 41 mm, also diese Max Bill haben ganz, ganz kurze Hörner und tragen sich natürlich sehr klein und angenehm am Handgelenk. Das verbaute Glattleder ist ebenfalls sehr angenehm zu tragen und hat eine hervorragende Qualität. Ja, alles in allem Junghans typisch angenehm und super zu tragen. Schauen wir uns noch den Preis an. 2.295 Euro wird seit diesem Jahr für diese Max Bill Serie aufgerufen. Junghans hatte auch eine Preissteigerung 2023 wie eigentlich alle Uhrenhersteller. Und seitdem ist die Uhr für 2.295 Liste. Allerdings muss man sagen, es gibt wesentlich teurere Uhren von anderen Marken mit dem gleichen ETA-Kaliber. Also von daher pendelt sich die Junghans Preis leistungsmäßig im Mittelfeld für einen Chronographen dieser Güte ein. Ja, mein Fazit zur Junghans Max Bill. Es ist eine Uhr, die ich eigentlich schon lange auf meiner Haben-Will-Liste stehen habe. Das Einzige, was mich immer abgehalten hat, sie tatsächlich zu kaufen, ist die Größe. Es ist einfach mit 40 mm und dem kurzen Lac-to-Lac ein sehr kleiner Chronograph, der jetzt für mein Handgelenk 20 cm doch relativ klein ausfällt. Und deshalb habe ich mich für eine andere Marke entschieden und die trage ich auch heute. Das ist eine Iron Annie, die eben mit 42 mm etwas größer ist und für meinen Geschmack jetzt besser zu meinem relativ starken Handgelenk passt. Und die Max Bill ist eben eine sehr filigrane Uhr, was sie allerdings natürlich wieder sehr attraktiv macht für schmale Handgelenke und auch als Damenchronograph durchaus interessant ist. Auch ihre stylische Farbe ist auch durchaus zu sehr eleganter Mode genauso zu tragen wie zur Jeans. Mit dem verbauten ETA-Schuhlaufwerk ist sie natürlich, und das weiß jeder Uhrenliebhaber, mit einem wirklich hervorragenden ETA-Laufwerk ausgestattet und mit 8 Sekunden auch sehr gut einreguliert. Also auch hier bekommt man eine sehr gute Qualität von Junghans geliefert. Ja, Max Bill und das Bauhaus-Design ist absoluter Kult. Mit der Junghans Max Bill Chronoscope bekommt man eine Historie geliefert, die ihresgleichen sucht.
Also mehr geht eigentlich nicht und diese Uhr ist nicht umsonst als Ikone bezeichnet. Also wer Bauhausstil mag, wer deutsche Uhren mag, ist auf alle Fälle mit einer Junghans Max Bill hervorragend bedient. Ja, schauen wir uns den Zeiteisenscore an und heute vergebe ich das erste Mal fürs Aussehen eine 10. Die Junghans Max Bill ist eine Ikone und Ikonen dürfen nur mit der Maximalpunktzahl ausgezeichnet werden und das mache ich heute auch. Also fürs Aussehen bekommt die Junghans Max Bill Chronoscope von mir eine 10. Die Verarbeitung ist absolut top, Junghans typisch, für mich jetzt bei dieser Uhr eine 9. Die Technik ist mit dem Walschuhwerk eine 7. Die Funktionen, es ist ein Chronograph mit Tag- und Datumsanzeige, eine 6. Der Tragekomfort ist Junghans typisch auch sehr hervorragend, eine 8. Wasserdicht mit 5 Bar, nur eine 3. Eine Preis-Leistung gebe ich eine 8. Das macht 51 Punkten von möglichen 70. Wer den Zeiteisenscore nicht kennt, erstens habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich unten. 1 ist nicht vorhanden oder wenig ausgeprägt und 10 ist der Maximalwert. Damit bin ich wieder am Ende mit meinem Review einer Max Bill Chronoscope mit dem schwarz-PVD-beschichteten Gehäuse. Wenn das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, das bringt den Kanal nach vorne. Wen mehr dieser Videos interessieren, auf zeiteisen.de habe ich im Magazin alle Reviews und noch mehr Informationen zusammengefasst, kann man nachlesen. Wie eingangs schon erwähnt, wen eine dieser Uhren interessiert, wir sind Händler von Junghans, gerne unter info@zeiteisen.de ein Angebot anfragen. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim.